Werte Kolleginnen und Kollegen, das ist der Tagesordnungspunkt 4. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 5. Antrag der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP, der Fraktion der Piraten und des Abgeordneten Stein. Drucksache 19/4582, Breitbandausbau verstärken. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die CDU-Fraktion dem Herrn Kollegen Schick das Wort. Für die CDU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, schnelles Internet ist kein politisches Randthema, sondern eine zentrale politische Zukunftsfrage. Von der Geschwindigkeit der Netze hängt ab, wie schnell sich die Wirtschaft in einem Staat oder in einem Bundesland entwickeln kann. Schauen Sie sich nur die Studie vom Verband der deutschen Internetwirtschaft ECO über die Internetwirtschaft zwischen 2012 und 2016 an, denn erkennen Sie, welche Wachstumskraft von schnellen Internetverbindungen ausgehen kann. Im Untersuchungszeitraum sollen allein über 80.000 Arbeitsplätze in diesem direkten Bereich entstehen. Dafür sind allerdings schnelle Netze notwendig und die, das ist der traurige Teil, sind aber zum Teil in Nordrhein-Westfalen nicht vorhanden. Noch immer haben 20% der Haushalte Verbindungen, die unter 6 Mbit pro Sekunde liegen. Das heißt, ein HD-Bild würde ruckeln und das Hochladen von komplexen Konstruktionsplänen wird zur Geduldsfrage. Das heißt, es ist Zeit zu handeln. Andere Bundesländer machen es vor. Man muss nach Hessen schauen, man kann nach Bayern schauen. Dort gibt es sehr attraktive Förderprogramme. Und was ist in Nordrhein-Westfalen? Da hat man eine besonders innovative Maßnahme ergriffen, nämlich das Besuchen eines runden Tisches als Lösung ausgerufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen runden Tisch hat es bereits gegeben. Das war die Anhörung, die die Piraten beantragt hatten zum Thema Breitband. Die fand nämlich im SPD-Fraktionssitzungssaal statt und da sind die Tische rund angeordnet. Und was die Landesregierung dort zu hören bekommen hat, war auch eindeutig. Nordrhein-Westfalen ist beim Thema Breitband so etwas wie ein Entwicklungsland, haben die Experten uns ins Stammbuch geschrieben. Und ich denke mal, da heißt es süßer die Ohren, die klingeln. Also wenn ich als Landesregierung, leider ist Herr Dün jetzt nicht an seinem Platz, wenn ich als Landesregierung eine solche Backpfeife bekommen würde, dann würde ich schon einmal nachdenken, was ich in Zukunft anders machen muss. Herr Minister Dün, wir brauchen keine runden Tische, sondern wir brauchen eine klare Perspektive und entsprechende Maßnahmen. Die haben wir mit unserem Antrag geliefert. Stehen Sie nicht auf der Leitung, sondern kämpfen Sie dafür, dass der flächendeckende Breitbandausbau mit EFRE-Mitteln möglich wird. Gestalten Sie die Programme so, dass 10% der Mittel für den breitbandigen Ausbau genutzt werden können. Stimmen Sie einfach unserem Antrag zu. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Schick. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Brockes. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es ist heute nicht das erste Mal, dass wir über das Thema Breitbandausbau hier in diesem Hohen Hause diskutieren. Und man wird sicherlich gleich auch am Ende der Debatte wieder feststellen, dass alle Fraktionen, die hier im Landtag vertreten sind, dies auch wollen. Nur, was wir leider immer wieder feststellen müssen, ist, dass dieser Ausbau eben nicht die Priorität innerhalb der Landespolitik hat, die er haben müsste, um dieses Thema so voranzubringen, wie es eigentlich notwendig wäre, gerade auch für die Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum, meine Damen und Herren. Und wir haben ja auch, der Kollege Schick hat es eben ja schon angesprochen, darüber letztens noch in größerer Runde diskutiert und über eine Vielzahl von Maßnahmen gesprochen. Doch eines müssen wir festhalten, Herr Minister. Aktivitäten, runde Tische, Aktionsprogramme etc. hat es schon viele gegeben. Wirklich vorangekommen sind wir dabei nicht, weil immer bei allen Vorschlägen letzten Endes am lieben Geld gescheitert ist, meine Damen und Herren. Und wenn wir die Debatte heute Morgen uns noch mal in Erinnerung rufen, dann hat man auch da gesehen, es wurden Prioritäten seitens der Landesregierung gesetzt, aber bei diesem wichtigen Thema eben leider nicht. Ich sage ganz klar, die
Haushaltssituation im Lande ist auch sicherlich nicht so, dass man hier, wie es Rot-Grün leider in anderen Bereichen macht, das Geld aus dem Fenster schmeißen kann. Aber da muss man auch überlegen, welche anderen Finanzierungsmöglichkeiten es geben könnte. Und da, meine Damen und Herren, bieten sich doch gerade die EFRE-Mittel der EU an. Denn in der Strategie Europa 2020, da geht es doch gerade darum, ein stärkeres, ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen, mehr Wohlstand sowie verbesserte Teilhabe für die Menschen in der ganzen Europäischen Union. Und von daher ist ganz klar, dass eben auch eine Förderung, gerade was die Teilhabe moderner Informationsmittel im ländlichen Raum angeht, dies genau unter dieses Programm fallen würde. Und deshalb, meine Damen und Herren, müsste es selbstverständlich sein, dass wir diese Mittel in Nordrhein-Westfalen einsetzen, um den Breitbandausbau nach vorne zu bringen. Jetzt werden Sie, Herr Minister, gleich sich wieder hinter der Kommission verstecken und sagen, ja, das ist nicht gewollt, weil Deutschland, weil Nordrhein-Westfalen ja schon ein so ausgebautes Land ist, was die Infrastrukturen angeht, und das hätte man da nicht gewollt. Es ist richtig, dass es nicht unbedingt vorgesehen war. Nur, wenn Sie es gewollt hätten und entsprechend verhandelt hätten mit der Kommission, dann wäre es möglich gewesen, dass auch in Nordrhein-Westfalen EFRE-Mittel für den Breitbandausbau zur Verfügung gestellt werden können. Und wenn die Kommission, meine Damen und Herren, und wenn die Kommission den Weg nicht mitgegangen wäre, dann hätte man, wenn man das politisch will, den Druck über das Europaparlament ausüben können, denn da ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Man hätte noch die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Aber, meine Damen und Herren, dies ist leider seitens der Landesregierung nicht gewollt. Der Breitbandausbau hat nicht die Priorität, die wir wünschen. Heute hätten Sie die Möglichkeit, von dieser falschen Position abzurücken, unserem gemeinsamen Antrag von CDU, Piraten, Kollegen Stein und FDP zuzustimmen. Das wäre ein gutes, ein wichtiges Signal für Nordrhein-Westfalen. Doch ich befürchte, dass bei Ihnen wieder die falsche Prioritätensetzung oben ansteht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Brockes. Für die Fraktion der Piraten spricht Herr Kollege Schwer. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucher auf der Tribüne und am Stream, liebe vom Schneckeninternet geplagte Menschen. Das Internet hat unsere Gesellschaft auf eine Art und Weise grundlegend verändert, wie es zuvor nicht vorstellbar war. Unsere heutige Gesellschaft wäre ohne Internet nicht mehr denkbar. Für unsere Wirtschaft, unsere Arbeit, für unser Bildungswesen, für unsere Freizeit und selbst für die Frage, wie wir unsere sozialen Kontakte organisieren, ist das Internet eine echte Revolution. Der Zugang zu schnellem Internet ist für die gesellschaftliche, kulturelle, soziale und politische Teilhabe unverzichtbar. Der Bundesgerichtshof sagt dazu, der Zugang zu Breitbandinternet ist Teil der materiellen Lebensgrundlage. Und dennoch ist dies erst der Anfang. In Zukunft wird das Internet eine noch wesentlich wichtigere Rolle spielen in unserem Alltag, im Privaten ebenso wie im Arbeitsleben. Schon bald wird es kein Fernsehen mehr im herkömmlichen Sinne geben. Gedruckte Tageszeitungen werden in absehbarer Zeit verschwunden sein. Schon bald werden uns 3D-Drucker erlauben, Gegenstände direkt zu Hause zu drucken. Die Anleitung beziehen wir übers Internet. Die Zukunft ist digital. Schnelles Internet kommt aber nicht von selbst. Die entsprechenden Leitungen müssen erst verlegt werden. Unsere Netzinfrastruktur ist jedoch unzureichend. Wenn wir den Anschluss an das digitale Zeitalter nicht verlieren wollen, müssen wir Breitbandinternet ausbauen. Schon heute können Sie nirgendwo in Deutschland mehr eine Firma ansiedeln, wenn die schnelle Internetverbindung nicht vorhanden ist. Umso erstaunlicher und geradezu fahrlässig ist das demonstrative Desinteresse der Landesregierung am Thema Breitbandausbau. Jedem hier im Hause ist klar, dass wir den Breitbandausbau verstärken müssen. Tatsächlich hat die Landesregierung Ausbauziele vorgegeben, die sie bis 2018 gerne erreichen möchte. Aber erstens, der bisherige Ausbau läuft viel zu langsam. Im halbstädtischen Raum haben mehr als 40% noch immer keinen Zugang zu mehr als 16 Mbit pro Sekunde. Und im ländlichen Raum müssen 30% sogar auf mehr als 6 Mbit pro Sekunde verzichten. Und zweitens, man mag es kaum glauben, es gibt bisher keinerlei Konzept,
keinen Plan, keine Strategie des Landes zum Breitbandausbau. Es reicht nicht lediglich, Ziele zu formulieren. Als Regierung muss man auch sagen, wie man seine Ziele erreichen will. Als Regierung muss man auch Anstrengungen unternehmen, um seine Ziele zu erreichen. Wir Piraten hatten deshalb die Landesregierung aufgefordert, einen Fahrplan für den Breitbandausbau in NRW zu entwickeln. Die Landesregierung hat den Plan abgelehnt, denn schließlich kam der Vorschlag ja von der Opposition. Sie hat es nicht einmal geschafft, einen eigenen Gegenvorschlag vorzulegen. Stattdessen hat der Wirtschaftsminister angekündigt, den besagten runden Tisch zum Thema Breitbandausbau einzurichten. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Doch selbst dieser runde Tisch ist Monate nach der Ankündigung noch nicht zusammengetreten. Das sagt eigentlich alles über das Interesse des Wirtschaftsministers an diesem Thema. Auch bei den Verhandlungen in der Großen Koalition auf Bundesebene konnte er keine Finanzierungszusagen im Koalitionsvertrag durchsetzen. Das Thema Breitbandausbau ist aber zu wichtig, um es einfach schleifen zu lassen. In diesem Punkt sind wir uns mit CDU und FDP und unserem fraktionslosen Kollegen Stein völlig auf einer Linie. Darum haben wir als Opposition einen Finanzierungsvorschlag vorgelegt, um mehr Geld für den Breitbandausbau im Land zur Verfügung zu stellen. Wir können nämlich nicht tatenlos der Regierung zusehen, wie sie Däumchen dreht. Zurzeit fördert das Land mit ca. 10 Millionen Euro pro Jahr. Das ist viel zu wenig. Das Förderprogramm der Bayerischen Landesregierung hat für die kommenden Jahre ein Volumen von 500 Millionen Euro. Darum wollen wir, dass das Land Gelder aus dem EU-Förderprogramm EFRE für den Breitbandausbau verwendet. Die Alternative wäre, den Anschluss an das digitale Zeitalter zu verlieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Als nächster spricht der fraktionslose Abgeordnete Stein. Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ja, steht NRW nun gut da in Sachen Breitbandausbau oder ist die Situation unbefriedigend oder gar trügerisch? Offiziell als Grundversorgung angepeilt für NRW wird wohl eine Datenübertragungsrate von nur 2 Mbit pro Sekunde. Aber das erreichen dann immerhin schon mal 98% der Haushalte in NRW. Da könnte man ja fast meinen, das sieht gut aus. Das sieht man mal im ländlichen Raum weiter. Jeder 14. Haushalt dort ist aber weit von dieser angestrebten Grundversorgung entfernt. Und das bringt natürlich ernstzunehmende Probleme mit sich. Wir haben das gerade von meinen Vorrednern schon gehört. Ich möchte da Beispiele nennen, Einzelunternehmer, die vielleicht in Heimarbeit arbeiten oder kleine Unternehmen in diesen Bereichen ansiedeln, die erleiden wirtschaftlich gesehen einen Standortnachteil. Betroffene Privatpersonen im ländlichen Raum, die können nicht in sozialer, kultureller, politischer Hinsicht an dem zukunftsprägenden Netz partizipieren. Und dabei reden wir hier vom Anspruch von 2 Mbit pro Sekunde. Notwendig sind eigentlich ganz andere Ansprüche, nämlich zum Beispiel, wie das im Antrag auch steht, 50 Mbit pro Sekunde. Da sehen die Zahlen natürlich noch dementsprechend viel, viel schlechter aus. Und da sind einfach Lücken da. Und man muss einfach sagen, Herr Dün, das Motto, was Sie als Landesregierung häufig rausgeben, dass man niemanden zurücklassen darf, das gilt auch beim Breitbandausbau für die Haushalte und für die ländlichen Regionen. Kein Haushalt zurücklassen, Herr Dün. Auf WDR.de, da konnten wir nachlesen, zum Beispiel in dem Artikel Fernab der digitalen Zivilisation, das, was auch eben in den Ausschüssen und Anhörungen zum Thema gesagt worden ist. Seit 2008 sind demnach nur 33,454 Millionen Euro Fördergelder für den Breitbandausbau geflossen hier. Und die Hälfte davon wurde kofinanziert von der EU. Insgesamt sind wohl weit über 100 Milliarden Euro notwendig, um überhaupt die Versorgungslücken zu schließen, die hier noch offen stehen. Und da muss man einfach sagen, die jetzigen Bemühungen reichen bei Weitem nicht aus. Wenn wir einen Blick nach Bayern werfen, wir haben das schon gehört, das hat Herr Schwert richtig gesagt, dort werden immerhin in den kommenden 3 Jahren jeweils 500 Millionen Euro investiert in den Breitbandausbau. Das ist eine andere Sprache, das hat einen ganz anderen Vorbildcharakter. Man sieht einfach, man kann Prioritäten anders setzen und das sollten Sie auch für die Zukunftsorientierung für NRW so gestalten. Ich kann jetzt ein bisschen von meiner Heimatstadt Hamm berichten. Der Oberbürgermeister hat jetzt mit dem Rat gemeinsam eine Initiative beschlossen. Ab nächstes Jahr wird dort in den ländlichen Regionen der Breitbandausbau vorangetrieben. Das ist sehr schön. Das geht dort, weil dort eine vorbildliche, solide Arbeit auch des Kämmerers geschieht. Man muss aber auch sagen, das Land bezuschusst da auch zu einem wesentlichen Teil. Und insofern ist es schön, dass es in
einigen Teilen geht. Das muss ich ja auch ausdrücklich loben. Aber Hamm ist nur ein kleiner Teil NRWs und auch anderswo wartet man natürlich auf den Breitbandausbau. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man die entsprechenden Fördertöpfe, der EFRE ist hier gerade genannt worden, ANSAF, Schleswig-Holstein hat das so gemacht für den Breitbandausbau, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Baden-Württemberg und auch andere. Und es gibt auch noch andere Töpfe, den Europäischen Landwirtschaftsfonds, ELA dürfen wir auch nicht vergessen. Und der lässt sich dann auch zum Beispiel kofinanzieren mit der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz. Auch dort ist es möglich, kofinanzierend, kombinierend eben den Breitbandausbau in ländlichen Regionen zumindest zu gestalten. Und das sollten Sie auch tun, denn wir haben nichts zu verschenken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen die Zukunft hier und jetzt für NRW gestalten. Es geht nicht nur, dass wir mit Kohle in Schwerindustrie unsere Zukunft gestalten. Das Internet bedeutet ein Stück weit Zukunft und das dürfen wir nicht gefährden. Ich komme zum Ende hiermit. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Schmelzer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es wurde schon mal gesagt, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir heute über das Breitband reden. Es ist schon sehr verwunderlich, dass Sie am 18. Dezember zum Ende des Jahres hier kurz vor Einreichung der operationellen Programme ein Aufbäumen aufhorchen lassen in Richtung EU-Strukturfonds. Morgen werden wir noch mal über Konversion in die gleiche Richtung diskutieren. Ich weiß nicht, warum das heute kommt mit dem EFRE-Programm. Das wird wohl so ein letztes Aufbäumen gewesen sein. Dass wir hier alle einvernehmlich der Meinung sind, dass es gut wäre, wenn das möglich wäre, ich glaube, das ist unstrittig. Und das ist auch in den Diskussionen in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich geworden. Nur Sie dürfen sich den Tatsachen letztendlich nicht verschließen. Und da gibt es ganz eindeutig Vorgaben aus Brüssel. Ich werde da natürlich auch noch mal drauf eingehen, auch auf die jeweiligen Rollen der Antragsschreiber, die hier sind. Ich würde aber auch gerne noch mal darauf hinweisen, dass so etwas natürlich auch schon im EFRE-Begleitausschuss debattiert wurde. Und da frage ich mich schon, wo die Mitglieder aus Ihren Fraktionen im Begleitausschuss waren, als dies deutlich erläutert wurde, auch erläutert wurde, wie mit dem Breitband umgegangen wurde. Ja, das ist so. Dass der Ausbau vom Breitband wichtig ist, Herr Kollege Brockes, meinen herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag, da sind wir doch alle einig. Aber bezüglich des Wunsches auf größere EU-Fördermöglichkeiten kommt dieser Antrag nicht nur zu spät, sondern es ist auch abgeschlossen mittlerweile das Verfahren. Meines Wissens sind auch abgeschlossen mittlerweile, ist auch abgeschlossen mittlerweile die Partnerschaftsvereinbarung. Und die EU hat von vornherein immer deutlich gemacht, dass sie das mit EFRE nicht zulässt. Und wir müssen die operationellen Programme ja auch noch einer Genehmigung vorliegen lassen. Schauen wir doch mal auf Ihre Forderungen. Zum einen sagen Sie, dass die Landesregierung sich bei der EU-Kommission, dem Parlament, der Bundesregierung dafür stark machen möchte, dass eine Förderung über EFRE möglich ist. Herr Kollege Brockes, Sie wissen es, nach den Verordnungsentwürfen des Ziel-2-Programms der EU-Kommission ist eine Förderung von Breitbandinfrastrukturen grundsätzlich zwar möglich, allerdings fordert die Kommission eindeutig für bereits weiterentwickelte Mitgliedstaaten wie Deutschland eine starke Konzentration auf wenige Ziele. Eine flächendeckende Breitbandförderung in Deutschland durch den EFRE wird seitens der EU-Kommission deutlich abgelehnt. Und in Deutschland ist der Betrieb eines Breitbandnetzes, das wissen wir, ein durchaus rentables Geschäft, insbesondere in städtischen Gebieten. Und öffentliche Interventionen sollten sich daher, wie bereits im Positionspapier der Kommission dargelegt, auf bestimmte ländliche Gebiete beschränken. Die Kommission ist der Auffassung, dass die öffentliche Hand nur dann im Bereich der Breitbandinfrastruktur eingreifen sollte, wenn nachgewiesenerweise ein Fall von Marktversagen vorliegt. Und da frage ich mich schon beim Marktversagen, Herr Kollege Brockes, wo Sie doch mit Ihrer Partei die Partei sind, die privat vor Staat immer wieder mittragen, ob Sie das an der Stelle irgendwie außer Kraft setzen wollen oder ob das ein Ausdruck dessen ist, dass, wenn Sie über den Markt reden, gar nicht wissen an dieser Stelle, wovon Sie reden. Zweitens sagen Sie, dass operationelle Programme so zu gestalten sind, dass künftig mindestens 10% der EFRE-Mittel in den weiteren Ausbau fließen sollen. Wenn die Antragsteller alle vier
bei der Anhörung im Wirtschaftsausschuss aufmerksam zugehört hätten, dann würden Sie auch die Dimensionen nicht verwischen. Ich erinnere ganz einzig und alleine an die Äußerungen des Vertreters der Telekom AG, Herrn Isermann, der erklärte, gerade haben wir in Berlin ein Investitionsprogramm angekündigt. In Deutschland werden wir zwischen 2010 und 2015 rund 23 Milliarden Euro in die verschiedensten Technologien investieren. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Recht hat er, nur da dürfen die dann auch nicht versagen. Da ist dann der Markt in der Tat gefordert. Auf ELA wurde gerade hingewiesen. Ja, ELA ist an der Stelle möglich für den ländlichen Raum. Ich will aber auch deutlich machen, dass ein Blick in den Entwurf des operationellen Programmes EFRE auch deutlich was sagt. Im Bereich der Breitbandförderung werden durch den ELA Investitionen in die Breitbandinfrastruktur in den ländlichen Regionen gefördert, während der EFRE die Forschung und Entwicklung von Breitbandlösungen unterstützt. Und das ist genau das, was den Vorgaben der EU entspricht. Und das wird das Länderparlament Nordrhein-Westfalen auch am heutigen Tage, kurz vor Weihnachten, nicht mehr ändern können. Kurzen Hinweis zu Bayern. Schauen wir doch mal hin. Bisher hatte Bayern ein bürokratisches Mini-Programm. Bayern hat komplett andere Voraussetzungen als das Land Nordrhein-Westfalen und auch eine andere Struktur. Bayern hat jahrelang geschlafen und merkt kurz vor der Bayernwahl, dass dies auf einmal ein Thema ist. Und dann wird es aktiv. Und ich zitiere aus einer Internetveröffentlichung, und dann bin ich am Ende, Herr Präsident. Insgesamt will die Landesregierung 2 Milliarden Euro zur Förderung von Breitbandnetzen der nächsten Generation in derzeit unterversorgten Gebieten Bayerns zur Verfügung stellen. Die Prüfung des Vorhabens habe ergeben, dass die Regelung mit dem EU-Beihilferecht in Einklang steht, insbesondere, und jetzt kommt's, weil die Förderung nur für Gebiete gewährt wird, für die in naher Zukunft kein privatwirtschaftlicher Ausbau von Zugangsnetzen der nächsten Generation geplant ist. Meine Damen und Herren, insbesondere noch mal an die CDU, schauen Sie auch in den Koalitionsvertrag der Großen Koalition in Berlin. Herr Dobrindt hat die Zuständigkeit, die Ziele sind ähnlich formuliert wie in Nordrhein-Westfalen. Sprechen Sie Herrn Dobrindt direkt an, dann werden Sie sicherlich Einfluss darauf haben, dass die Ziele für Nordrhein-Westfalen auch schnell hier von einem bayerischen Minister umgesetzt werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmelzer. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Bolt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, niemand, und das haben wir in dieser Debatte schon wahrgenommen, niemand stellt die Notwendigkeit einer flächendeckenden Breitbandversorgung in Frage. Es geht dabei sowohl um gesellschaftliche wie auch um die wirtschaftliche Entwicklung hier im Land. Kein Unternehmen kann darauf verzichten, eine Breitbandanbindung mit hoher Geschwindigkeit zu haben. Und auch die demografische Herausforderung sehen wir. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Kollege Laumann das heute Morgen als erstes auf dem Zettel hatte, aber das Argument, hier gibt es ja nicht mal schnelles Internet, ist tatsächlich für viele Menschen eine Begründung, aus dem ländlichen Raum abzuwandern. Die Gewährleistung digitaler Teilhabe ist also eine zentrale Gerechtigkeitsfrage unserer Zeit. Und sie ist unabdingbar, weil sich zahlreiche gesellschaftliche und demokratische Prozesse online ereignen. Wir blicken da auf Open Government, wir blicken da auf Transparenz, mehr Mitsprache im politischen Prozess. Wir wollen genauso Möglichkeiten schaffen, die Digitalisierung als Chance für neue Arbeitszeitmodelle, für E-Health, für E-Learning zu nutzen. Und das alles wird nicht gelingen, wenn es nicht durch politische Maßnahmen gelingt, auch den Rahmen für eine gute Internetversorgung für alle Menschen hier in Nordrhein-Westfalen zu gestalten. Nun stellt sich aber die Frage, die stellt sich an solchen Stellen eigentlich immer. Wenn wir uns einig sind, wie wichtig dieses Thema ist, wer soll es denn eigentlich bezahlen? Sie haben in Ihrem Antrag jetzt das Thema ELA und EFRE-Förderung aufgemacht. Mein Vorredner hat schon einiges dazu gesagt, zu dieser Thematik. Aber ich glaube, wenn wir uns das Gesamtthema anschauen, dann müssen Sie auch eingestehen, dass das nicht die zentrale Baustelle ist, über die wir da reden. Wir haben viel über Bayern diskutiert jetzt gerade. Und die Bayern haben tatsächlich ein durchaus spannendes Programm aufgelegt. Man würde dadurch sagen, die haben auch eigentlich gar keinen Grund, sich zu beschweren. Aber auch der Sachverständige aus Bayern hat in der Anhörung klar gesagt, verantwortlich ist eigentlich der Bund. Und wenn wir uns dann anschauen, dass es absolut bedauerlich ist, dass es nicht gelungen ist, diese 1 Milliarde, die da zwischenzeitlich in Aussicht gestellt wurde, über die Nacht der langen Messer zu retten, dann sehen wir, da ist jetzt noch
durchaus das Potenzial. Da ist aber auch in der Vergangenheit geschlafen worden. Wenn wir uns das angucken, zwischen 2009 und 2013, da haben CDU und FDP diese Herausforderung verschlafen. Sie wären doch in der Verantwortung gewesen, da eine Förderung, eine anständige Förderung aufzubauen. Sie haben das Thema auf der Bundesebene verschlafen, genauso wie Sie das Thema hier im Land verschlafen haben, als Sie hier noch an der Landesregierung waren und keine weißen Flecken angemeldet haben. Herr Brokkes, wenn wir uns anschauen, woran das gelegen hat, das Thema, dass Sie das verschlafen haben, dann sind es doch wieder die ideologischen Kapriolen der FDP gewesen. Sie haben doch dauernd gepredigt, der Markt wird das schon richten. Und jeder, der mit Verstand an diese Sache rangeht, der wird doch einsehen, dass der Markt hier nicht alles hinkriegt. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass der Markt rechtzeitig nach Waldbröl kommt, um diese Entwicklung, die wir hier erleben, auch nachzuvollziehen. Und es ist gut, dass wir da an dieser Stelle auch als rot-grüne Landtagsmehrheit aktiv geworden sind und die entsprechenden Rahmenbedingungen gesetzt haben. Ihr Antrag, meine Damen und Herren von der Vereinigten Front der Opposition, Ihr Antrag suggeriert, dass hier in Nordrhein-Westfalen die Geldsäcke förmlich auf der Straße liegen und die Landesregierung sie nicht einsammelt. Und das stimmt nun einfach nicht. Ich finde es bedauerlich, weil sich gerade hier doch zeigt, dass Sie die Aktion heute nur machen, um von Ihrem eigenen Versagen in der Vergangenheit abzulenken. Dass Sie dabei dann auch noch Unterstützung von der Piratenfraktion bekommen, die sogar Ihren verlorenen Sohn Robert Stein wieder an Bord zurückgeholt hat, macht die Sache nicht besser. Die Welt ist einfach komplexer, als Sie das in Ihrem Antrag bereit sind anzuerkennen. Auch wenn Ihnen das zu kompliziert ist, Rainer Schmelzer hat gerade schon einige Punkte gesagt über die Werdungsgeschichte der Strukturfonds und der Förderbedingungen, wie wir sie jetzt vorfinden. Die Förderbedingungen sind im Übrigen jetzt raus. Insofern geht Ihr Antrag da auch am Thema vorbei. Die Förderbedingungen sind raus. Der Rat hat die Strukturfondsverordnung beschlossen vor wenigen Tagen. Und über den EFRE ist es aufgrund dieser Bedingungen, an denen Sie ja nicht unbeteiligt waren, aufgrund dieser Bedingungen nicht mehr möglich, flächendeckend den Breitbandausbau zu fördern. Es ist aber nach hiesiger Auslegung sehr wohl so, dass Einzelvorhaben möglicherweise gefördert werden können, zum Beispiel wenn sie der Förderung von KMU dienen. Wenn es solche Möglichkeiten gibt, dann sollten sie genutzt werden. Grundsätzlich geht aber Ihr Antrag an der Sache vorbei. Er ist obendrein nicht mehr à jour. Und deswegen mein Appell an die Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition, lassen Sie uns vernünftig an diesem Thema arbeiten. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass es eine flächendeckende Breitbandversorgung gibt. Und lassen Sie solche Manöver doch einfach in Zukunft bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Beutel. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dürr. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Schwert, nur weil die gesamte Opposition einen gemeinsamen Antrag stellt, muss man noch nicht skeptisch werden, sondern wir sind uns in den grundsätzlich beschriebenen Zielen ziemlich einig. Breitbandausbau verstärken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit rennen Sie bei uns offene Türen ein. Wir stehen zu dem Koalitionsvertrag, in dem wir den Breitbandausbau überall im Land ausdrücklich festschreiben. Und ich werde im Weiteren noch darauf eingehen, wie viel wir dafür konkret tun. Wir stehen bei der flächendeckenden Grundversorgung, darauf ist gerade schon hingewiesen worden, kurz vor dem Ziel. Und deswegen sind wir fest davon überzeugt, dass unsere Breitbandstrategie auch aufgeht und es jetzt eben darum geht, den Ausbau der Hochleistungsnetze mit 50 Mbit pro Sekunde bis 2018 zu erreichen. Weswegen ist das so wichtig? Auch darauf ist von verschiedenen Rednern schon hingewiesen worden. Es geht um die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes, denn es geht um Infrastruktur. Und jede erforderliche Investition, die heute unterlassen wird, belastet künftige Generationen mit höheren Folgekosten. Damit NRW auch morgen noch wachsen kann, damit NRW Arbeit schaffen kann, müssen wir die Energie, die Verkehrs-, aber eben auch die Kommunikationsinfrastruktur auf Vordermann bringen. Wachstum ohne gute Straßen, ohne gute Schienen, ohne Luft- und Wasserwege ist nicht denkbar. Und dazu gehört es eben auch, ein intelligentes Netz
zu haben. Ein schnelles Breitbandnetz, daran führt gar kein Weg vorbei. Aber es ist ja erstaunlich, wer hier zum Wächter welcher Grundsatzpositionen wird. Deswegen wiederhole ich es gerne noch einmal, was auch Herr Schmelzer schon gesagt hat. Nicht die Politik ist hier der maßgebende Akteur. Der Ausbau erfolgt grundsätzlich durch die im Markt handelnden Infrastrukturanbieter. Und die Landesregierung kann lediglich unterstützend in diesem Bereich wirken. Staatliches Handeln ist nur dort sinnvoll, wo der Markt tatsächlich versagt oder nicht greift. Auch darauf komme ich gleich noch mal kurz zurück. Im Übrigen, Herr Schwert, wir drehen auch keine Däumchen. Wir packen längst an und helfen wirkungsvoll beim Ausbau der entsprechenden Netze. Wir beraten, wir fördern Gewerbegebiete beim Breitbandausbau. Wir fördern den Breitbandzugang auf dem Lande. Wir flankieren die Verzierung, die Finanzierung mit dem Darlehensprogramm der NRW-Bank. Und wir richten eben in der Tat, und dafür braucht sich überhaupt niemand zu schämen hier, auch wenn das immer so lächerlich gemacht wird, wir richten in der Tat einen sogenannten runden Tisch ein, um die am Breitbandausbau beteiligten Akteure wirklich zusammenzubringen und kreativere Ideen zu entwickeln, als nur Geld von anderen zu fordern oder im Gedanken sogar schon auszugeben. Im Übrigen haben wir auch unsere eigenen Fördermittel mal schlichtweg nahezu verdoppelt im Vergleich von 2011 zu 2012. Nur damit diejenigen, die uns von außen zusehen, noch einmal eine Vorstellung von den aktuellen Werten haben. 98% aller Haushalte haben die Grundversorgung von 2 Mbit. 80% aller Haushalte verfügen über eine Versorgung von 16 Mbit. Und immerhin auch 2/3 aller Haushalte in NRW sind mit 50 Mbit versorgt. Zielgerichtet arbeiten wir weiter. Und natürlich wäre es schön, wenn man dann den ELA noch darüber hinaus zur Verfügung hätte. Der Antrag kommt aber, darauf ist schon hingewiesen, zu spät, denn die Verhandlungen über die Partnerschaftsvereinbarung sind abgeschlossen. Sie treten übermorgen am Freitag, am 20. Dezember in Kraft. Und wenn Sie sagen, da hätten wir uns nicht drum gekümmert, wir haben uns um verschiedene Themen gekümmert. Wir waren eben aber in der Tat, wie andere Länder auch, das gilt ja nicht nur für Nordrhein-Westfalen, das gilt ja für alle. Wir haben uns um dieses Thema gekümmert. Wir haben uns zum Beispiel um das Thema Tourismusförderung ganz intensiv gekümmert. Da waren wir erfolgreich. Bei diesem hat sich die EU-Kommission eben nicht bewegt. Und deswegen bleibt es bei dem Nein der Kommission. Und deswegen müssen wir jetzt andere Wege gehen. Ich habe mich gerade noch mal rückversichert, ob seitens der CDU es Abgeordnete gibt, die für die Gemeinde Wettringen zuständig sind. Und bin dann auch fündig geworden, Frau Schulze-Vöcking ist unter anderem für die wunderbare Gemeinde Wettringen zuständig. Ich habe die vor ungefähr 2 Wochen besucht. Das ist, glaube ich, ohne da irgendwie etwas Negatives zu sagen, das ist mal ganz klassisch ländlicher Raum. So, aber mal wirklich, wie er im Buche steht. Und der dortige Bürgermeister, Herr Engelbert Rauen, hat durch eine intelligente Initiative, die einen Marktakteur dazu gebracht hat, aktiv zu werden, es hingekriegt, dass in dieser Gemeinde wir künftig flächendeckend eine Versorgung mit 50 Mbit haben, was sicherlich nicht dadurch passiert ist, dass der Staat in irgendeiner Weise dort das Geld hingegeben hätte, sondern er hatte eine intelligente Idee. Und solche Leute mit an den runden Tisch zu holen und zu sagen, was in Wettringen funktioniert mit 50 Mbit, flächendeckender Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger wie für die dort zahlreich vertretenen Unternehmen in einer solchen klassischen ländlichen Gemeinde. Solche Modelle wollen wir auch für andere erkennbar machen, sie übertragen und dazu dienen dann auch solche Runden, in denen wir die Akteure zusammenholen. Das ist intelligente Politik und nicht immer nur nach dem Geld anderer zu rufen, was definitiv nicht zur Verfügung steht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Für die CDU-Fraktion hat sich der Kollege Thorsten Schick noch einmal gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Bayern hat vielleicht geschlafen, Sie schlafen aber immer noch. Ich denke, das hat die heutige Debatte ganz eindeutig gezeigt. Der Bolte, Breitbandausbau ist auch keine Geschichtsstunde, sondern das sollte Zukunftswerkstatt sein. Deswegen ist der Blick zurück, glaube ich, vollkommen verfehlt, immer wieder auf Zeiten zu verweisen, wo man keine Verantwortung hatte. Herr Schmelzer, ich weiß ja, Sie schreien so gerne, aber das ist wie beim Zahnarzt. Je lauter Sie werden, desto sicherer bin ich mir, dass ich den Nerv getroffen habe.
Im letzten Wirtschaftsausschuss hat Ihr Staatssekretär noch gesagt, dass Änderungen am operationellen Programm im Dezember noch vorgenommen werden können, bis dahin möglich sind. Also gehe ich davon aus und bin zumindest verwundert, dass das jetzt auf einmal alles schon eingetütet sein soll. Wobei eines festzuhalten bleibt. Waldbrand durch EFRE-Förderung ist möglich. Die Kommission hatte eine entsprechende Einstellung, die kritisch ist, die sich auf Einzelmaßnahmen bezieht. Aber das Parlament und der Rat, die sehen das anders. Und da muss man sich auch nur die entsprechenden Paragraphen anschauen. Das Infrastrukturförderverbot ist aufgehoben worden und der Blick in die Paragraphen Artikel 4 Absatz 1 der EFRE-Verordnung in Verbindung mit Artikel 9 Nummer 2 besagt Verbesserung der Zugangsmöglichkeit sowie der Nutzung und der Qualität der Informations- und Kommunikationstechnologien. Das steht im Vordergrund. Das kann gefördert werden. Sie dürfen also, aber Sie wollen nicht. Und das ist das eigentlich Traurige. Vielen Dank, Herr Kollege Schick. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Schwer. Ja, herzlichen Dank. Ein paar Worte noch für Herrn Schmelzer. Es gibt kein Verbot, das da drin stünde, dass man kein Breitband, aber es wird immer wieder so dargestellt. Selbstverständlich kann man im Rahmen von Forschung und Entwicklung, von kleinen mittelständischen Unternehmen oder von der Quartiersentwicklung, selbstverständlich kann man dafür Breitbandausbaumittel verwenden oder daraus verwenden. Dann hören wir immer, wir sind zu früh, wir sind zu spät. Ich finde, wir sind genau richtig jetzt in diesem Moment, denn jetzt werden die operationellen Programme festgeschrieben und jetzt wäre die Chance oder jetzt wäre eigentlich die Pflicht, diese Mittel dahin umzuleiten. Sie sagen immer, wir würden uns jetzt aufbäumen und so. Ja, das ist offenbar nötig, dass wir uns aufbauen, weil es sonst niemand tut. An den Kollegen Bolte wollte ich gerne sagen, der ja gerne auf den Bund verweist, was der Bund alles hätte tun sollen oder nicht tut. Das ist für uns einfach keine Entschuldigung. Wir müssen eben die Mittel nehmen, die zur Verfügung sind, und da müssen wir eben was tun, können wir nicht auf andere für verweisen. Und der Kollege und der Herr Minister Dün, der sagt, er sieht das aus wirtschaftlichem Aspekt, dass die Regierung oder dass die Politik sich rauszuhalten hätte. Wir haben es hier aber eben nicht mit einer rein wirtschaftlichen Erwägung zu tun. Selbstverständlich geht es hier um eine gesellschaftliche Erwägung, der wir uns nicht wegducken dürfen. Die rechtliche Verantwortung liegt bei der Politik. Die Rahmenbedingungen setzt die Politik, und genau das müssen wir hier und heute tun. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellenden Fraktionen von CDU, FDP und Piraten sowie der fraktionslose Abgeordnete Stein haben direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages Drucksache 19/4582. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Es hat eine Zustimmung gegeben mit Stimmen von CDU, FDP, der Fraktion der Piraten und des fraktionslosen Abgeordneten Stein. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Vielen Dank. Der Antrag ist abgelehnt mit Stimmen der SPD und FDP. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Und der FDP hat zugestimmt, habe ich eben gesagt. Damit ist der Antrag mit Stimmen von SPD und Grünen abgelehnt.